Abteilung für Meeresbiologie. Hallo und willkommen zurück bei meinem Let's Play von Tomb Raider The Angel of Darkness. Das nach Tomb Raider 2 kam. Der ballert schon, aber er sieht uns nicht. So, hier einmal lang robben. Es kann ja nichts passieren. Und jetzt drehen wir an diesem Hebel und was, an diesem Ventil. Und was bewirkt es? Oh, ich bin schon wieder total raus. Hier wird jetzt Gas reingemacht. So, hier hoch. Dies ist übrigens das letzte Level vor dem Gewölbe der Trophäen. Es ist eigentlich ein geiles Level, aber auch kompliziert. Und ich hatte mal einen Bug, dass wenn ich einfach nur ins Wasser rein bin, dass ich dann schon im nächsten Level war. Obwohl ich noch hätte tausend von Aufgaben machen müssen. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht wieder. Ich will euch ja... Welche falschen Menü? Ich brauche eine Knarre. Da ist sie direkt 09. Das ist das erste Mal, dass ich Lara wieder... Na, ihr wisst schon. Wenn Lara nicht gegen die Wand rennt. Ich hatte doch dieses Ding, dass Lara graue Haare und so hat, weil ich einfach zu viel gewollt habe. So. Jetzt müssen wir da drauf schießen, auf diesen Sicherungskasten. Und boom. Und boom. Verliert hier ein bisschen Leben, aber ansonsten alles gut. Okay. Tür aufmachen. Abspeichern. Und hier hoch. Ja, wir nähern uns immer mehr dem Ende. Ich denke, ich werde heute Abteilung für Meeresbiologie und Gewölbe der Trophäen machen. Naja, mal sehen. Danach kommt dann auch schon mein Hasslevel. Hasslevel. Neuer Abschnitt. Und wir sehen schon. Keine Energie. So eine Scheiße auch. Was müssen wir jetzt tun? Wir müssen jetzt Energie holen. Wie machen wir das? Ich gehe erstmal hier rein. Scheiße. Das war noch der falsche, ne? Ja. Oh, bin ich dämlich. Hoffentlich bin ich jetzt nicht allzu weit weg. Nein, bin ich nicht. Okay. Das war dämlich von mir. Ist jetzt aber gerade nicht zu ändern. So, heute ist meine Festplatte gekommen. Meine neue. Die alte hat ein Kumpel von mir hier auf dem Gewissen. Die habe ich natürlich gleich mal vollgeballert. Oder die ist bei, deswegen nicht wundern, wenn es nebenbei ein bisschen ruckeln sollte. Ah, ich wollte sagen, Sprinttaste muss doch funktionieren. Mach auf. Ja, ist gut, sehe ich. Ich sehe es. Ach, hier. Er ist unter Wasser. Zack.
Genau. Hier ist nämlich schon mal ein Hebel. Und schon haben wir wieder Energie. Bin aber gerade gespannt, wo es hier hin. Ach so, weitergeht. Schwimmen weiter. Wir gehen mal hier hoch. So. So. Wir hätten hier wieder Energie. Waha. Ganz ruhig, Lara. Und könnten jetzt, wenn ich nicht gerade falsch rumgelaufen wäre. Da sind wir gerade hergekommen. Ich glaube, auf der anderen Seite haben. Klar. Ah, scheiße. Oh Gott. Mistvieh. Ja, das ist eine Leiter. Warum heißen Leitern Leitern? Weil man darauf klettern kann. Nein, du solltest nicht die Schleichnummer bringen. Hier bin ich reingekommen. War ich hier schon? Ja. Muss ich nicht auf die andere Seite? Sondern hier hoch. Ich gehe mal hier so hoch. Auch wenn ich keinen Plan habe, was es bewirkt. Aber okay, werden wir mitkriegen. Nix. So. Hier ist also auch nix. Mann. Wie lange schwimmt diese Frau eigentlich? So, hier hoch. Hoch da. Wow. Nicht noch einmal speichern. Oha. Klappern wir mal alle Wege ab. Da und da oben sind wir gekommen. Boah, halt dich bloß fest, Mädchen. Da ist noch ein Raum. Aha. So. Das ist nur eine Überwachungskamera, ne? Ja.
So. Und der ist hier beim Fahrstuhl. Oh, wieso haben wir gerade so einen Frame-Einbrüche? Na gut, da muss das Spiel jetzt nichts für können, aber gefallen und tut's mir nicht. Jetzt haben wir wieder 30 Frames. Jetzt geht's runter. Ich habe keine Ahnung. Ach so. Perfekt, wir haben den Strom wieder eingeschaltet hier. Nur haben wir den Strom wieder eingeschaltet. Was machen wir nun? Mann. Nee. Oh, ist diese Steuerung grässlich. Wieder hoch. Hier muss man ganz kurz was einstellen. Grafik. Grafikqualität kann ja auch so bleiben. Ich mache mal Wasserreflexion aus. Macht's auch nicht besser. Wir probieren es jetzt mal durch. Darf so bleiben, damit kommt der Rechner locker klar. Die Nachbearbeitung, die mache ich mal nur ein. Na, ist deutlich besser. Abspeichern und. Jetzt müsste da ein Typ bestehen. Nein, aber eine Katze hin. Jetzt müssen wir hier so hin. Okay. Okay, jetzt ist er offen. Also war die Nachbearbeitung zu hoch. Das schafft meine 4 GB Onboard-Grafikkarte nicht. Na gut. Wenn sie meint. Jetzt sehen wir uns mal um. Wir müssen da hoch. Wir müssen da hoch. Ich weiß ja, wo wir als nächstes hingehen. Jetzt haben wir fast immer durchgängig 30 FPS. Das gefällt mir sehr gut. Das ist die Nachbearbeitung eben nicht sehr hoch. Und? Ich will jetzt, dass das Spiel flüssig läuft. Weil jetzt in den nächsten Leveln wird es besonders wichtig werden. Wir haben jetzt immer so 29, 30, 26 eben Frames, aber es geht auch nicht höher oder tiefer. Was ich sehr cool finde, ist natürlich jetzt, das sind so natürlich auch vermehrt. Wo bin ich? Wo am I? Ach so. Ziemlich weiter Sprung. Das schaffe ich noch nicht. Lara, es mag ja sein, dass du den langen Sprung nicht schaffst, aber das ist eine Kletterpassage. Jetzt fragt mich bloß nicht mehr, wie man da rüberkam. Nein. So, abspeichern und ein Splüngwagen. Halt die Schnauze, Windows. Das schaffst du.
Nein, das schafft sie nicht. Na, ist egal. Oh. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, hallo Mistvieh. So, da war ich eben. So, jetzt lass mich mal überlegen. Nicht schleichen. Überlegen. Überlegen. So. Da oben müssen wir hin. Wie kommen wir da hin? Über den kommen wir auf den. Und dann. Na. Einfach. Ach so, sie kann das ja noch. Ah, sie kann es noch nicht. Okay. So, jetzt wären wir hier oben. Wir müssen Lara jetzt stark hermachen. Ich hoffe, sie wird nachher doch wieder stärker und nicht stärker. Ich muss das Spiel ja wegen Curtis Trent patchen. So, komm. Und noch einmal. Jawohl. Und rüber damit. Meh, meh. So. Na. Jetzt. Da reinschieben. So. Und jetzt, ich habe was fürs Thumbnail, ne? Viel Spaß. Mahlzeit. So, rückziehen. Ich sollte mir echt eine neue Grafikkarte kaufen. Aber die Onboard-Grafikkarte, komm, die kann auch nicht besser sein als eine GTX 660. Oder die mit einer 550 arbeiten haben, können dieses Spiel besser spielen dann. Ich dann. bin stärker. Okay, sie ist stärker. So, das Ding ist jetzt wieder zurück. Wir müssen es jetzt auf dieses Ding da schieben. So. Da müssen wir es raufschieben, weil das Ding nachher ins Wasser schmeißt. Damit das Mistvieh abgelenkt ist und wir in aller Seenruhe tauchen können. Eins, zwei, drei, vier. Ups. Ich habe aus Versehen Lara umgelegt. Ups. So. Was? Scheiße. Umsehen. Da muss ich hin. Wow. Lara, langsam verstehen wir uns. Ja, rutscht vom Türrahmen ab. Jetzt müssen wir hier nämlich hoch. So ist das doch logisch. Ich habe zwar die Hälfte meines Lebens verloren, aber ist egal, wir brauchen das daher sowieso nicht. Das nächste Level ist nicht so toll, wie man sich schon denken könnte, der Eingang ist unter Wasser, wie sie schon im letzten Level gesagt hat.
Na, Cutscene? Nicht so toll. So. Oh, hier. Los, beweg dich. Hoch hier. Zack, 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 zack. Bisschen mehr Bewegung, Lara Croft, wenn ich bitten darf. Das muss Cordy sein hier einbauen, ich ganz ehrlich. Mann, Lara, seh zu jetzt. Ja, wir schaffen's. Oder auch nicht. Beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Danke. Links nichts, rechts nichts. Hier war der Typ. Das war's mit dem Typen. Was wollen wir hier? Da ist das Mistvieh. Das will ich gar nicht wissen. Da ist noch so ein Mistvieh. Was finden wir hier? Ich wollte eigentlich nicht mehr so viel sammeln, aber wenn sie noch was findet. Na? Ein bisschen Munition kann ich dann doch noch gebrauchen. So, aber hier müssen ja irgendwo Hebel sein. Kann ich angehen, dass hier keine Hebel sind. Weil ich brauche ja wenigstens einen. Ne. Nöp. Nöp. Okay, erstmal raus hier. Ach man, die kann auch nicht. Ah. Diese Steuerung manchmal. Gut, ich spiele es schon nicht mit Analog-Sticks, aber damit wäre es noch schlimmer. Sondern hier. D-Pad. Wir haben Hintergrundmusik. Hier wäre es. Oder damit. Mahlzeit. Ja, schön, dass wir jetzt unsere Hintergrundmusik wieder kriegen. So. Wir müssen jetzt die Dinge in der Reihenfolge 1 bis 3 erledigen. Lara, schwimm schneller. Kann ich nochmal auftauchen? Ja. So, runter. Runter. Gut. Erster Hebel. Jetzt geht das erste auf. Jetzt müssen wir noch das zweite aufmachen. Mann, lass mich doch einfach speichern. Mach, danke. Da wäre die 2. Das Problem ist, wir hätten das alles nicht machen können, wenn Lara nicht stärker geworden wäre. Das heißt, es ging im ganzen Level nur um diese Scheiß-Power-Up, weil das hier alles, ne? Das hätten wir auch machen können, während dieses Vieh uns verfolgt. Hätten aber nochmal ein Medipack einwerfen müssen, aber na gut. Okay, viel Spaß.
Ja. Na, du passt wohl nicht mehr in den alten Bikini, aber okay. Lara ist zu fett geworden seit Ägypten. Sie passt nicht mehr in ihren alten Bikini. So, hier geht jetzt die 2 auf. Das müsste offen sein, ne? Genau. Jetzt ist die ganze Scheiße offen. Und wir können raus aus diesem Saftladen. Ich möchte nicht wissen, wie lange wir aufnehmen, Leute. Bestimmt schon wieder eine halbe Stunde. Okay, runter hier. Dann sehen wir uns im Level. Das Gewölbe der Trophäen. Bis dahin. Erstmal. Ciao.